Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist immer noch Chris und heute geht es mal nicht um die Wohnkabine und nicht um meine Garage, denn wir fahren jetzt mal ein paar Orte weiter. Dort ist der liebe Patrick vom Kanal Kiss the Pro. Der hat auch seine Mietgarage, hat dort ähnliche Aufbauten, so eine Empore wie ich, hat dort die Elektrik selber gemacht vor 2 Jahren ungefähr und so sieht das aber auch aus. Er ist nämlich kein Elektriker und da gibt es ein paar Sachen, die man optimieren kann. Wir packen jetzt ein paar Sachen zusammen, fahren hin und seid gespannt, was wir daraus machen. Moin Patrick! Was geht? Natürlich! Ne? Was geht? Hey! Wie geht's dir? Gut, gut. Die Buchse sagt was anderes, Alter. Ich sehe hier noch aus, Alter. Ich weiß nicht. Ich werde das ganze Zeit hier vertragen. Genau. Der PE, den du hier weggelassen hast, das ist der, der dir das Leben rettet, wenn mal was schief läuft. So, kurz noch vorab ein paar Sachen, die ich noch dazu sagen möchte, wenn ihr solche Sachen seht wie Elektroinstallationen, die selbst gemacht sind und ihr seid nicht Elektriker. Lasst euch da bitte ein bisschen helfen. Wir haben jetzt auch beim Patrick in der Garage nicht alles ganz normgerecht gemacht, aber so weit, dass es nicht mehr gefährlich ist. Man kann damit arbeiten, man kann damit leben, das ist nicht so schlimm, was wir da gemacht haben. Wir haben versucht, das alles sicher zu machen, also das haben wir auch geschafft, es ist sicher geworden und auch hübsch, wie ich finde. Aber wenn ihr jetzt nicht so die Ahnung davon habt, dann lasst noch jemanden drüber gucken, der ein bisschen mehr davon Ahnung hat. Ich habe das jetzt gelernt, ich bin Elektriker. Ich hatte zwar auch Meister, zwar kein Handwerksmeister, aber ich habe genug Sachverstand davon, dass ich weiß, dass das, was wir da gemacht haben, nicht gefährlich ist, dass davon keine Gefahr ausgeht. Das kann man sicher betreiben, ohne dass irgendwas kaputt geht, ohne dass jemand drauf geht. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwo mal zwischendurch einen Schutzleiter weglasst, diesen grün-gelben Draht, und da kommt irgendwo Strom hin, wo er nicht hin soll, dann kann es sein, dass die Maschine, das Gerät erstmal weiter funktioniert, aber wenn dann jemand ans Gehäuse fasst oder irgendwas anderes passiert noch, dann habt ihr echt ein Problem. Also seid da bitte so vernünftig und lasst euch helfen, wenn es nötig ist, okay? Ich sehe einfach so klein in mir aus. Du bist ja voll der Zwerg, oder? 1,82, wie groß bist du? 1,93, 1,92, je nach morgens, abends unterschiedlich. Ja. Okay. Ja, Patrick, du hast eine Lampe an. Wir haben was versaut, ne? Genau, ich habe hier ein Loch reingebohrt und hier, genau hier hinten dran. Oh, guck mal, ist sogar gebrochen. Vielleicht kann ich es öffnen. Oh, reinguck. Ja. Also ist die Elektronik drin, das Vorschaltgerät genau. Von den LEDs. Ich habe leider die falsche Seite gebohrt. Passiert schon mal, ne? Wenn man einfach mal mehr, also man schneller arbeitet, als man denkt. Ja, ich, da ist auch abisoliert. Lieber eine neue gekauft für 10 Euro, anstatt die hier zu benutzen. Die ja, kommt auch schön reingebaut in die Elektronik. Hier, ne? Genau, gegen die Widerstände. Ja. Abisoliert auch. Nee, lassen wir mal lieber bleiben. Ja. Vernünftige Lampe dran gebaut und jetzt. Gibt eine frische. Verkabeln war ja schon mal alles, nur. Freestyle würde ich es nennen. DIY-mäßig. Ja, du bist ja Kaufmann, oder? Genau, Kaufmann, ja. Nee, wir haben hier alles sauber verkabelt. Wir haben hier, zum größten Teil hast du. Da oben, ja, sieht man das? Sieht man das, die Dose? Ne, das sind der Balken, ne? Ja. Ah, okay. Da oben sieht man es, wa? Alles sauber verkabelt, ordentlich. Und jetzt das Geilste. Es geht hoch auf die Empore. Zeig genau. Mal. Und wir haben die Empore separat geschalten. Da oben sieht man schon, da. Genau. Tada! Das Ganze hier separat schaltbar ist, wenn ich hier oben arbeiten möchte in Zukunft, dass ich hier Licht an und Licht aushaben kann. Plus Steckdose. Ja. Und es ist einfach perfekt ausgeleuchtet. Es ist einfach. Weil da oben passiert demnächst noch ein bisschen was, ne? Da passiert, ja, 2021 wird hier ein bisschen was passieren. Ne? Ja, aber die das... Gekommen. Du hast ja einen Zweitkanal, ne? Du hast ja nicht nur Kiste Pro, du hast ja auch noch den Plastik-Nerd. Genau, da geht es hauptsächlich um Plastik. Also die Garage ist Kiste Pro Plastik, ne? Da passiert eigentlich alles so, was ich bauen, machen, tun will und mir selbst beibringe. Und ja. Plastik-Nerd kommt nächstes Jahr auch hier rein, der wird da oben sitzen. Da geht der Punk ab, ja. Dann geht der Punk ab, ja. Geht das? Ja, muss gehen. 2 Meter Riese. Du bist so groß wie ich, wenn ich auf der Leiter stehe. Komm, ich bin der Werkzeughalter. Ja, komm hier. Das war auch eine Funktion.
Das ist auch eine Funktion. Arsch. Ja, den Schwiegersohn-Typen lasse ich nur zu Hause raushängen. Gucken, was er sich da gebaut hat, der Patrick. Und das hier hast du selber gedruckt, wie war das, ne? Das Garagenkind? Ja. Vorsicht, schießt nicht gerade fest. Okay. Die Umstände bei der Kiste Pro Garage, die sind Katastrophe. Die sind etwas anders. Ich dachte, ich hätte ja Platzprobleme, ne? Aber das hier ist schon Deluxe. Noch habe ich hier Platzprobleme, bald nicht mehr. Bald ist alles ja aufgeräumt. Sobald die Elektronik, hängt alles an der Elektronik. Ja, ja, ich habe auch Ausreden für meine Platzprobleme. Hier unser Stromzubringer für unser Licht. Stimmt, wir haben über Akku gearbeitet, während wir hier offline waren. Wir haben über Akku gearbeitet. Ja. Dass wir es einfach gestimmt haben. Jetzt ist wieder Licht da überall. Ist schon ganz gut geworden. Also wir haben hier ein dickeres Kabel hochgelegt zur Verteilerdose. Und ja, hier, ich habe mir den Finger gehackt. Und von da aus, da oben, haben wir dann verteilt, weil vorher lief das alles hier über ein ganz normales, was war das, 1,5 oder 2,5, ja, was haben wir genommen? 2,5, ne, 1,5 war es vorher, jetzt ist 4 bis 2,5. Genau, wir haben hier nichts unter 2,5 verlegt, ne? Ich glaube nur da hinten die Lampen. Ja, die Lampen von Serie auslaufen war 1,5, was weiß ich. Oder 0,45 war das und wir haben es auf 1,5 von der Verteilerdose aus verlegt, ja. Und das ist ja auch nur LED. Ja, sorgt nichts. Das ist schon... Qualitativ schon ein ganz guter Cutter hier, muss ich sagen. Würth, Werbegeschenke. Ja. Der Vertreter von Würth, der immer hier vorbeikommt und mir auf die Eier geht, ey, weil ich was kaufen soll. Eine Wasserwaage für 99 Euro und so ein Scheiß. Ja. Besseres Wasser drin in der Waage. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe heute wieder ein Angebot bekommen, ey, da fall ich vom Glauben ab. Ohne Scheiß. Pass auf, ich zeig dir das. Ja, San Pellegrino hat er da drin. Ja, San Pellegrino, genau. Das ist das Coole. Ich habe sein Video vor einem Jahr gesehen, als mein Pickup im Gespräch war. Ja. Habe ich dein Video gesehen. Das Navara. Genau. In der Mitte durchknicken, ja, ja. Genau, der Barcelona Navara. Und dann hast du mir irgendwann geschrieben, bla 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 Amazon. Und dann hast du mir nochmal geschrieben, hey, ich habe dein Elektronikproblem bekommen, hast du Bock, kann ich dir helfen? Ja. So. Dann bin ich auf deinen Kanal gegangen, weil du auch einen YouTube-Kanal hast. Ja. Und dann habe ich gesehen, ey, ich kenne auch deine Videos. Das war einfach, das ist Zufall. Ja. Zufall gewesen und ich bin froh, dass du mir geschrieben hast, dass du mir hier geholfen hast. Patrick, was machst du jetzt? Erzähl mal gerade. Ah? Was machst du da gerade? Abisolieren oder deisolieren? Was ist abisolieren. Das machst du aber schön. Ich bin begeistert, wie alles, du... Alles mein Werk hier. Ja, ich bin begeistert, wie du das kannst hier. Du bist einfach zu groß. Ich? Ja. Du hast... zu breiten Oberbau, deswegen passt du da nicht rein. Ja. Ich Hering passt da zweimal rein, ist kein Problem. Ja, ich habe halt meine 120 Kilo gut verteilt, ne? Du stemmst zu viel auf der Handelbank. Ja. Wie findest du meine Verkabelung? Hast du gut gemacht, oder? Die ist sowas von schön. Ja, die ist prima. Ja. Prima. Okay. Prima. Nochmal. Ja. Okay. Rohe Gewalt, Junge. Rohe Gewalt. So ist es bei den Elektrikern. Schreinermeister arbeiten alle sanft und zart. Ja, ja. Fischen Tanne. Und die Elektriker kloppen einfach drauf. Ja, du hast noch nie mit Schlossern gearbeitet, was? Ja, gut, die ist nochmal eine andere Nummer, ja. Die Schlosser. Wie war das mit der Macht des Schlossers, wenn er mit dem Hebel schafft? Hm? Mächtig ist das Schlossers Kraft, wenn das mit dem Hebel macht oder so ähnlich. Oder wenn er mit dem Hebel schafft. Also aktuell haben wir noch einen ziemlichen Haufen Kraut. Ja, du hast noch einiges vor dir. Du willst hier das Makeover noch zu Ende bringen? Genau, Sonntag hoffentlich kommt es online. Ja, also. Aber ich muss noch ein bisschen was abbauen, ich muss noch ein bisschen was aufräumen, ich muss noch ein bisschen was ordentlich machen. Aber hier passiert danach etwas. Hat noch Potenzial hier, ne? Das hat Potenzial. Ja. Aber so ein Kenny hat halt. Der hat auch Potenzial. Auch Potenzial, ne? Das wird auch gemacht heutzutage. Wenn alles sauber und ordentlich ist und man arbeiten kann, dann geht es hier wirklich los. Oben Plastikmüll, unten Kiste Pro. Ah, ich freue mich extrem. Ja. Ich freue mich extrem, dass es jetzt hier alles leuchtet, alles sauber ist. Ich keine Angst mehr haben muss, wenn ich hier oben Metall zwischenlage, ich eine geschossen bekomme. Ja, stimmt. Hier da oben die Verkabelung, die war ein bisschen mutig. Ja. Ja. Aber jetzt kann auch die Tochter hier reinkommen, ist auch ganz wichtig. Oh, du bist ein bisschen unscharf.
Die Tochter kann jetzt hier reinkommen und kann eigentlich alles anfassen, ohne dass was passiert. Ja. Ja, wir hatten vorher so ein paar offene Klemmstellen, die haben wir jetzt behoben, ne? Für mich hat es gereicht. Ja, es hat 2 Jahre gehalten und es ist nichts passiert. Also das spricht schon mal dafür, dass es nicht ganz so schlimm war. Ja, ihr seht halt zwischendurch die Szenen hier, vorher und nachher Vergleiche vielleicht, wie es mal war und wie es jetzt ist. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Wir haben hier voll viel Platz im Vergleich zu vielen anderen, die in der Garage schrauben müssen, oder im Keller. Das Problem ist, du kriegst halt hier im Rhein-Main-Gebiet nichts. Du kriegst gar nichts. Und das ist halt. Ich bin froh, dass wir das haben. Einen super Vermieter haben wir hier. Ich sage vielen Dank. Gerne. Vielen Dank und hoffentlich kommt bald dein Innenausbau mit den XPS-Platten. Ja, das ist so gut wie fertig. Ich bin bald fertig mit der Kabine. Das nächste Video gibt es dann nächste Woche. Das wird interessant. Also ja. Ich bin gespannt, wie die Hängeschränke oben durchhalten, wenn du da mal Bücher reinstellst und dann Offroad fährst. Ich werde es euch wissen lassen. Wird geil. Da habe ich Bock drauf. Ja. Das will ich selbst wissen. Okay, das war's von dieser Seite hier. Like da lassen, abonnieren, Fragen, Anregungen, Kritik, unten runter. Glocke nicht vergessen. Und hier Patrick beim Kiste Pro, der ist irgendwo verlinkt zwischen euch bestimmt schon. Also, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Haut rein. Ciao.